Servus, Kameraden, willkommen zurück zu WUT Replays. Ich bin Keule. Wir haben ein kleines Wunschkonzert und zwar Garland's Allee ohne Clan im ELC EW90. Stufe 8 Aufklärer, Premium-Fahrzeug der Franzosen auf Lakeville. Wir fahren mit Rationen, das bedeutet nochmal 10% Besatzungsvorteile durch starken Kaffee. Und ja, ein Scout auf Lakeville, den kann man gut einsetzen und den kann man schlecht einsetzen. Wir werden gleich mal schauen, wie er sich hier anstellt. Ich habe nur die Auswertung gesehen vom Replay, so wie das bei mir immer der Fall ist. Die Auswertung war schon mal Monster. Richtig Monster. Im Gegnerteam ebenfalls ein ELC EW90. Eine Su 130 PM mit einer schweren Kanone. Ein Ferdinand, ein 50 TP Prototyp. Und Panther M10 unter anderem. Also wir werden mal gucken, wie er sich hier gleich anstellen wird. Type 58 auf der linken Seite fährt vor, Stritzwagen hinterher. Da haben wir einen KV2 mit 810 HP. Okay. Boitilda nimmt den Dreckshund raus. Der KV2 da hinten ist auf jeden Fall Stock. Beziehungsweise hat den schwachen Turm drauf. Nämlich nur 810 HP. Original hat er, glaube ich, 860. Königstiger Ferdinand T34-100 bedecken da hinten die 1er- und 2er-Linie, wo der Easy 8 zu sehen ist. Wir befinden uns hier eher auf Höhe von der Stadt. 1375 ist da reingefahren, wenn ich das richtig sehe. AMX 1375, ja genau, den hatten wir dabei. Kriegt gerade mächtig aufs Brett. 6 HP noch. Und da ist leider auch schon Ende. Also gleich am Anfang erstmal Medium und ein Light verloren. Und du kannst den nicht so richtig raus zum Scouten, denn im Gegnerteam ebenfalls ein ELC EW90. Sehr gute Sichtweite, sehr guter Tarnwert. Schwache bis... Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, es ist eine schwache Kanone. Mehr ist es nicht. Man braucht 25 Sekunden, um einen kompletten Clip nachzuladen. Das sind 3 Schuss. Und die haben 220 Schuss Alpha. Weil 220 Schaden Alpha pro Schuss. Bei einer typischen Leitgenauigkeit. Also... Der ist nicht zum Kämpfen da. Der ist wirklich zum Scouten da und am Ende dann zum Abräumen. Mehr ist es wirklich nicht. Na. Okay, wir verstecken uns hier mehr oder weniger. Es wird die Stadt von KV 85 und vom AMX 50-100 bedient. Mächtens haben sie Panzer in die Stadt geschafft. Aufklärungsschaden 385 am KV-2. Da haben wir den Ferdinand. Mit Standardmunition schwer. Da kommst du nicht durch, hast keine Chance. Vor allen Dingen ist er schon in deine Richtung ausgerichtet. Du wirst mit Sicherheit aufgehen, wenn du jetzt schießt. Und dann bist du dran. Der halbiert dich. Was du machen kannst, ist natürlich immer wieder aufhalten. Ja, bist immer noch in Reichweite. Er sieht dich immer noch, wenn er dich aufmacht. 2 zu 3 steht's. 3 zu 3 inzwischen. Okay, in der Stadt geht's ordentlich zur Sache. Du kannst ja leider nicht viel machen. Da haben wir den ELC EW90, der sich durch die Stadt getraut hat. Keine Ahnung warum. Wer hat die jetzt aufgemacht? Kann nur drin einer aus der Stadt gewesen sein. Ich vermute, der Pudel. Ist es ein Pudel? Ne, P43, Entschuldigung. Hab nur P gesehen. Ja. Also die Stadt gehört aktuell dem Gegner. Aber wir haben genügend Kräfte vor Ort, die normalerweise ein bisschen unterstützen könnten. Haben leider auch schon unseren 50-100 verloren. Ja, das zum Beispiel ist One Clip, nicht One Shot. Einmal abgeprallt. Da war es genau wieder angewusst. Da ist er raus. Sehr schön. Kill Nummer 1. 314 Schaden gemacht. Es steht 4 zu 5. Jetzt ist die Kampfkraft des Panzers gefragt. Die leider kaum vorhandene Kampfkraft. Da haben wir eine Medium Panther. Leider keinen One-Clip. Hoppala. Hoppala. Schaden verursacht und aufgeklärt, aber nicht selber gemacht.
Die Su ebenfalls raus. Die sind jetzt ein bisschen kopflos und versuchen da durchzudrücken. Unter anderem mit dem Spick, wenn ich das richtig sehe. SP1C, ja, 1 und 2 raus. Tschüssikowski, Kill Nummer 2. 923 Schaden. Ferdinand versucht über die Mitte zu drücken. Können wir da ein bisschen was unternehmen? Wir haben halt nicht die genaueste Kanone. Schön ist, dass wir da einen Leit haben, der einen mehr oder weniger beschäftigt. Die Entfernung gibt es keinen kritischen Schuss. Bam. Gute Nacht. 976 Schaden. Kill Nummer 3. 7 zu 8 steht's. Hinten die 1-2er-Linie ist noch relativ sicher. Wir haben eine Artillerie im Hintergrund. Einen Königstiger und einen Ferdinand. Trotzdem wird hier, so wie es aussieht, die Seite gewechselt. Ein Easy 8, oh, und 50 TP, das wird schwer. Ja, 53 TP ist das, glaube ich, oder? 50 TP Prototyp, okay. Das wird schwierig. Im Gegnerteam der ELC Even 90 ebenfalls noch am Leben. Da ist er. Der kleine Sack. Hat gemerkt, dass er aufgegangen ist. Kriegt die erste. Kriegt die zweite. Na, wo ist er? Wo bleibt er? Wo will er hin? Einen Schuss haben wir noch und der muss sitzen. Ich habe keine Ahnung, warum du da nicht aufgegangen bist. Okay, wir werden nachladen. Panther M10 fährt durchs Gebälk. Da fährt er raus. Ich habe es mir schon gedacht. Pirscht sich mehr oder weniger von Haus zu Haus. Oh, das Blatt sieht nicht gut aus für uns, wenn ich ganz ehrlich bin. Artillerie sind wir los. Abgeprallt. Gibt's ja wohl nicht. An der Hinterseite. Und wir sind aufgegangen. Ha! Oh Mann. ELC 90 kriegt da blind einen mit und genau der nimmt ihn am Ende raus. Wir müssen leider hier Richtung Gegner fahren. Wenn wir weiter nach oben fahren, wartet der KV-2. Und komischerweise fressen wir lieber eine vom 50 TP Prototyp als vom KV-2. Deswegen geht es hier erstmal in diese Richtung. KV-2 nimmt uns raus mit einem Schuss. Der hat auf jeden Fall HE geladen. Denke ich mal zumindest, dass er die HE-Kanone drauf hat. Wir haben wieder nachgeladen. Panther M10. Einmal drumrum zum Zirkeln. Wirklich perfekt geeignet. Treffer Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Kill Nummer 5. 1889 Schaden. Jetzt bist du allein. Jetzt bist du sowas von alleine. Es wird gekappt. Hier noch ein bisschen Lärm machen, brauchst du nicht so viel Lärm machen. Der 50 TP Prototyp braucht normalerweise Premium Munition. Aha, da wird schon eingelegt. Kriegt er dann auch gleich. Was haben wir hier? Ein Easy 8, wenn ich das richtig sehe. Jawohl. Haben wir nochmal ein bisschen Eroberungspunkte verringert. Gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man knallt jetzt einfach so dazwischen. Oder man macht es direkt aus der Entfernung. Kill by Distance heißt das, glaube ich. Macht auf jeden Fall Sinn. Der dürfte hinter irgendeinem Haus stehen. Da ist der KV-2. Der kann uns erstmal nicht interessieren. Und so wie der im Anmarsch ist, würde ich mich fast drum kümmern. Oder würde ich mich fast drum bemühen, den 50 TP Prototyp so schnell wie möglich rauszunehmen.
Der Rechner dafür, damit, dass du auf der rechten Seite vorbeigehst. Glaube ich. Bäume fallen um. Abgeprallt. Eieiei. Jetzt wird's schwer. Wir brauchen 25 Sekunden zum Nachladen. Das bedeutet, er hat dann noch 10 Sekunden Zeit, den 50 TP hier rauszuklicken. Und der KV2 kommt von rechts. Ich gehe davon aus, dass alle HE geladen haben, die noch auf dem Feld sind. Natürlich auch die Artillerie. Da unten könnte es passieren. Jawohl, sehr fein. Wir sind nicht aufgegangen dabei. Ziehen uns hier ein bisschen zurück. Warten darauf, dass der KV2 um die Ecke kommt. Der sich tatsächlich nicht beeindrucken lässt und da weiter nach vorn fährt. Der ist ebenfalls One Clip. Zieht sich da zurück. Hintern Stein. Bleib, bleib. Davon noch eins. Und raus mit dir. Sehr schön. Kill Nummer 1, Kill Nummer 8. 2616 Schaden ausgeteilt. 905 Schaden aufgeklärt. Natürlich nichts geblockt, ist klar. Das ist Trompetenblech, das kann man nicht anwinkeln. Oder Papier, wie auch immer. Der ist wirklich nur zum Aufklären da. Kann auch noch ein bisschen Panzer heiß, wenn er nicht gepanzert ist, aber ist egal. So, einen Aufklärer haben wir noch. Das ist ein AMD 178B. Das ist ein Radpanzer. Und die Artillerie. Ja, AMD eher mit schlechter Sichtweite. Mittelmäßigen Tarnwert. Guck, guck, da ist er. Aber er ist One Clip für dich. Treffer, Treffer. Treffer, auf Wiedersehen. Du bist eigentlich aufgegangen dabei, trotzdem kriegt das nicht auf die Reihe. Finde ich schon mal mysteriös. 3186 Schaden gemacht, Kill Nummer 9. Es bleibt noch eine Artillerie für den 10. Kill. Es ist eine kleine hinterhältige Mistmade, ja, dieser Panzer. Aber auch nur in richtigen Händen. Da drüben ist die Arti. Gerade eben aufgemacht. Artillerie hat bereits geschossen. Geben wir ihm mal ein bisschen Liebe. Treffer Nummer 1, Treffer Nummer 2. Auf Wiedersehen. Spiel gewonnen. Obergeil. Epic. Richtig starke Runde. Wir schauen uns mal an, was die Auswertung sagt. Ah, da ist er. Top Gun bekommen, High Caliber bekommen, Defender, eine Dadians, eine Kolobanov und eine Pool. Und dafür gibt es 27 Anleihen für diese geile Runde. Also alles, was du hier bekommen hast, hast du verdient. Alles, durch die Bank weg. 1547 Basics B geholt, sollte natürlich reichen, um der ganze, auf dem Ganzen ein M drauf zu pinseln. Oberfeine Runde. 89.000 machen wir am Ende netto, wir haben ein bisschen Premium schießen müssen, ist aber normal. Manche Sachen müssen einfach sicher sein. Und bevor wir da um den 50 TP Prototyp drumherum fahren müssen und der uns eventuell mit HE eine böse Schelle gibt, dann lieber aus der Distanz und lieber mit Premium. Dafür ist die Munition da. Wahnsinn. Sehr feine Runde. Wenn es euch gefallen hat, Leute, ihr wisst Bescheid. Draufklicken, Like da lassen und natürlich ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Danke fürs Replay. Macht's gut und ciao.